Hallo, liebe Deutschlernende! Heute sprechen wir über einen weiteren deutschen Philosophen, berühmt, berüchtigt, Nietzsche. Ja, Nietzsche ist so ein Philosoph, der schwer zu verstehen ist. Ja, Nietzsche wurde auch oft fehlinterpretiert. Ja, viele Leute verstehen ihn miss. Ja, viele Leute denken, er hat etwas anderes gesagt, als er tatsächlich gesagt hat. Und die beste Beschreibung, die ich einmal gelesen habe über Nietzsche, ist, dass er wie ein Feuer ist. Ja, wie ein, wenn du bestimmte Ideen hast, ja, du hast bestimmte philosophische Ideen und du liest Nietzsche, dann werden alle deine Ideen auf die Probe gestellt. Ja, er war ein Nihilist. Ja, er hatte so gut wie keine Werte oder hat alles versucht runterzureißen. Ja, Gott ist tot, das ist ein Ausspruch von ihm. Ja, Gott ist tot und auch generell alle Werte hat er angegriffen. Und deswegen ist es ist so wie ein Feuer. Ja, deine Werte, deine Ideen werden sehr auf die Probe gestellt, wenn du Nietzsche liest. Und wenn sie das überleben, dann hast du relativ gute Werte, ja, denn da hast du ein sehr logisches Fundament, wenn deine Ideen das Fegefeuer Nietzsches überleben, ja. Also manchmal oder eigentlich oft hilft es, jemanden zu lesen, der ganz anderer Meinung ist, nur um die eigenen Ideen einmal auf die Probe zu stellen, ja. Nietzsche, wie gesagt, Nihilist und er glaubte an nichts, ja, und er wurde, wie gesagt, oft missverstanden. Er hatte diese Idee von einem Übermensch, ja, jemand, der jenseits der Moral ist. Ja, er hat ein Buch geschrieben, Jenseits Gut und Böse, ja, und er hat auch analysiert, wie moralische Ideen im Laufe der Geschichte entstanden sind und wie die Leute gehandelt haben aufgrund ihrer moralischen Ideen. Sein Argument war, naja, es ist im Laufe der Geschichte gab es unterschiedliche moralische Vorstellungen. Ja, und er hat das alles so ein bisschen relativiert. Naja, früher haben wir das und das gedacht und heute denken wir das. Naja, ist ja alles sehr relativ. Ich bin anderer Meinung. Ja, ich denke, dass es auch Werte gibt, die den Test der Zeit bestehen. Aber das ist nur meine Meinung. Und hatte, wie gesagt, diese Idee vom Übermensch und hat auch viele Nazis beeinflusst. Also er hat auch nationalsozialistische Denker beeinflusst. Aber viele heutige Philosophen, ja, viele zeitgenössische Philosophen meinen, dass er komplett missverstanden wurde von den Nazis. Ja, dass man ihm eigentlich keine Schuld geben kann dafür, was die Nazis gemacht haben. Ja, dass er es eigentlich anders meinte, als die Nazis ihn dann interpretiert haben. Ja, ja, er hatte, wie gesagt, diese Idee von dem Übermensch, einem Menschen, der über der Moral steht, oder ich weiß nicht genau, wie ich es erklären soll, und ich muss auch sagen, ich verstehe es nicht ganz so gut. Der Punkt ist nur, die Nazis haben es so interpretiert, dass sie alles machen können, was sie wollen. Ja? Dass Menschenleben nicht zählen und so weiter. Ja? Und das ist nicht unbedingt das, was Nietzsche gesagt hat. Ja? Also, das war Nietzsche, ja, Friedrich, ja, Friedrich Nietzsche, glaube ich. Das war sein Vorname, aber er ist natürlich am bekanntesten, also sein Nachname ist natürlich am bekanntesten, ja, Nietzsche. Okay, und ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wir sehen uns morgen. Tschüss.